Was auch immer du also nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmen kannst, wenn du das wahrnimmst, dann heißt das Visheshgyan oder außergewöhnliches Wissen. Die Natur des Universums kann erfasst werden, wenn du die Sprache des Unbelebten kennst, jede Form, wie sie entsteht. Wenn die Sorgen um das Überleben in den Hintergrund treten, werden sich die Menschen auf natürliche Weise dahin entwickeln, höhere Dinge wahrzunehmen. Im yogischen System betrachten wir den menschlichen Mechanismus so. Es gibt dazu fünf Dimensionen, dies sind die fünf Schichten. Normalerweise werden sie als Hüllen bezeichnet, Urei werden sie genannt. Das bedeutet Hülle, eine in der anderen. Eine ist der physische Körper, der als Nahrungskörper bezeichnet wird, weil dies im Wesentlichen ein Haufen Nahrung ist, den wir über einen Zeitraum angesammelt haben. Der nächste ist als mentaler Körper bekannt, weil wir jeder Zelle im Körper Intelligenz zuschreiben. Es gibt mehr Speicher und Intelligenz in jedem DNA-Molekül, als du durch dein Gehirn entschlüsseln kannst. So viel Intelligenz und Erinnerung sitzt gerade hier. Die dritte Schicht wird als Energiekörper bezeichnet. Es gibt dabei drei grundlegende Aspekte, aber es sind die ersten beiden, die normalerweise von den meisten Menschen erfahren werden. Die rechte und die linke, die 36.000 auf der rechten und 36.000 auf der linken Seite hat. Wege oder Kanäle, die als Nadis beschrieben werden, die sich in 114 verschiedenen Hauptpunkten treffen, und diese Punkte werden als Möglichkeiten gesehen. Die Mystik identifiziert also diese 114, die Geografie, die Energiegeografie des Körpers und wie man diese nutzen könnte, um die Grenzen des menschlichen Mechanismus zu überschreiten. Nun, die vierte Schicht wird als Vijnanamaya-Kosha bezeichnet. Was das Wort Vijnana bedeutet ist, es leitet sich aus zwei verschiedenen Wörtern her, Vishesh, Gyan. Gyan bedeutet Wissen oder Erkenntnis. Vishesh bedeutet eine außergewöhnliche Art des Wissens. Was auch immer du also nicht über die fünf Sinne wahrnehmen kannst, wenn du das wahrnimmst, dann heißt das Visheshgyan oder außergewöhnliches Wissen. Wir sprechen also von einer transitorischen Dimension, die von physisch zu nicht-physisch übergeht. Also die fünfte Dimension, das ist in, was auch immer, in der New Age-Sprache in Amerika sagen sie, dass dies der ätherische Körper ist. Es ist keine angemessene Beschreibung. Es ist ein Zwischenzustand, in dem das Physische in die nicht-physische Natur übergeht. Die fünfte Dimension wird als Anandamaya-Kosha bezeichnet, das wörtlich übersetzt Glückseligkeitskörper bedeutet. Das bedeutet nicht, dass es eine Blase der Glückseligkeit oder so etwas im Inneren gibt. Es ist rein nicht physischer Natur. Da es nicht physisch ist, wissen wir nicht, wie wir es definieren oder beschreiben sollen. Es gibt keine Definition dafür, es gibt keine Beschreibung dafür. Wir reden nur aus unserer Erfahrung heraus darüber. Wenn immer wir es berühren, fühlen wir uns glückselig. Also nennen wir es wie Kinder Glückseligkeitskörper, weil wir nicht wissen, was die Natur dessen ist, was es ist, und es nicht physische Natur ist, so können wir es nicht in der Definition von Wörtern oder Beschreibungen oder was auch immer fassen. Nun, in diese Dimension einzutreten, ist der ganze Prozess bei der Mystik, denn diese nicht physische Natur wird weiter klassifiziert entsprechend unserer Erfahrung, wie tiefgreifend du in sie eingebunden bist. Sie sagen es so, du kannst in einem feinen Duschstrahl von diesem Nichtphysischen sein und wie du sein wirst. Oder du kannst davon durchtränkt sein und wie du sein wirst. Oder du kannst darin eingeweicht sein und wie du sein wirst. So wird es beschrieben. In diesem Zusammenhang ist es ein, hier bin ich, ich muss meine Logik ein wenig aufgeben, denn meine Logik geht nur so weit. Was das bedeutet ist, diese werden als verschiedene Ebenen der Stille bezeichnet. Wie kann es unterschiedliche Ebenen von Stille geben? Zum Beispiel nach unserer Erfahrung. Normalerweise atmet ein Mensch irgendwo zwischen 12 und 15 Mal pro Minute. Atem ist sehr direkt damit verbunden, wie die mentalen Fluktuationen stattfinden. Ich weiß nicht, ob die Wissenschaft dies erforscht hat, aber in unserer Erfahrung ist es sehr präsent.
Angenommen, auf natürliche Weise, nicht durch Anstrengung, indem du die richtigen Dinge auf deinem System machst, auf natürliche Weise, wenn dein Atem unter 11 fällt, dann beginnst du verschiedene Resonanzen zu verstehen, die um dich herum geschehen. In Bezug auf alle Ultraschallgeräusche, in denen die Tiere kommunizieren, wird dir vieles sehr ersichtlich. Wenn ein Atem unter 9 fällt, auf natürliche Weise, ohne es zu kontrollieren, dann wird dir das, was die Pflanzen ausstrahlen, das Pflanzenleben, was es macht, sehr offensichtlich. Wenn dein Atem unter 6 fällt, dann das, was die unbelebten Dinge, wie sie widerhallen, das ist bekannt als Ritambara Prajna. Das bedeutet, dass die Schwingungen jeder Form und die damit verbundenen Klänge für dich sehr klar werden. Oder in anderen Worten, die Natur des Universums kann erfasst werden, wenn du die Sprache des Unbelebten kennst. Jede Form, wie sie gemacht ist, was ihre Natur ist, was sie jetzt gerade ist und wozu sie sich entwickeln wird, oder was sie gestern war und wohin sie sich entwickelt hat, all das wird für dich ersichtlich. Sobald die Sorgen um das Überleben in den Hintergrund treten, werden sich die Menschen auf natürliche Weise dahin entwickeln, höhere Dinge wahrzunehmen. Aber das Wichtige ist das Ausmaß der Statik, denn Atem ist ein Überlebensprozess. Wenn du still sitzt, fährt er herunter. Je stiller dein Körper wird, desto weniger atmest du. Wenn du dein ganzes System bis zu einem gewissen Grad der Stille bringst und dich nicht in einem hyperventilierten Zustand befindest, dann nimmt deine Wahrnehmung weiter zu. Mit zunehmender Vertiefung der Stille, diese werden als, du weißt schon, traditionell gibt es verschiedene Arten, wie es dargestellt wird. Es wird normalerweise Rudra, Hara und Sadashiva genannt. Einer ist still, aber er ist lebendig, er brüllt. Ein anderer ist still, aber er ist dennoch in Aktivität. Ein anderer ist absolut still. Nun, immer das, was absolut still ist, wird als die ultimative Intelligenz bezeichnet. Alles andere, in seinem Drang, aktiv zu sein, es opfert seine Intelligenz zu einem bestimmten Grad, um in einem Handlungszustand zu sein. Aber das, was absolut still ist, gilt als die höchste Intelligenz. Nur in der östlichen Mystik wird die Quelle der Schöpfung immer als die höchste Intelligenz gefeiert. Dies ist der größte Fehler, denke ich, den die modernen Gesellschaften gemacht haben. Den Menschen wurde gesagt, Gott ist Mitgefühl, Gott ist Liebe, Gott ist Großzügigkeit. Diese Dinge bedeuten dir etwas, nur wenn du sie nicht hast. Wenn du nicht geliebt wirst, wirst du aufschauen, Gott sollte dich lieben. Wenn du nicht genug zu essen hast, willst du einen großzügigen Gott. Wenn du irgendwie niedergeschlagen bist, willst du einen mitfühlenden Gott. Aber wenn du keine Annahmen machst, wenn du dir einen Grashalm anschaust, wenn du eine Blume anschaust, wenn du dir nur die Struktur eines Atoms anschaust, ist eine Sache die, dass die Quelle der Schöpfung die höchste Intelligenz ist, die man je irgendwo erkennen kann. Wenn du dir die Schöpfung anschaust, ist sie überall voller Intelligenz. Wenn wir den Menschen nur gesagt hätten, Gott sei Intelligenz, hätten wir eine vernünftigere Welt. Das ist es, was ich denke, und das ist es, was ich versuche, es in die Erfahrung der Menschen zu bringen, dass die Quelle der Schöpfung die Intelligenz ist. Wenn du das erkennst, würdest du versuchen, dem nachzueifern.